Willkommen zurück bei Risen. Wir haben in der letzten Folge ja einiges hier an Dialogen gehört. Und reden jetzt mal. Oh, da ist Rodriguez. Peter, Fremder. Wenn du Fleisch haben willst, musst du dafür bezahlen. Wenn du kein Gold besitzt, Meister Bell Schwur verteilt einen Topf an die Armen. Ein Topf. Ich kenne auch jemanden, der verkauft Fisch. Interesse. So, das ist doch der Rodriguez. Da wollte doch der Cid, dass ich den etwas ausspioniere. Was ist deine Aufgabe? Ich bewache das Schlachthaus. Das Fleisch der Kühe ist unsere härteste Währung. Also komm nicht auf dumme Ideen. Wir bewachen es mit der gleichen Sorgfalt wie die Artefakte. Auch wenn wir nicht alle Einbrüche in der Stadt verhindern können. Einbrüche? Ich weiß von nichts. Erst vor kurzem wurden 3 Häuser ausgeraubt. Und was habt ihr unternommen? Wir versuchen, die Banditen im Auge zu behalten. Machen wir uns nichts vor. Cid steckt hinter den Einbrüchen. Sicher? Du weißt, dass Cid hinter den Einbrüchen steckt? Es scheint offensichtlich. Nur leider kann ich es ihm nicht nachweisen. Woher willst du dann wissen, dass er es war? Ich kenne ihn. Er ist ein Bandit. Tut das eigentlich nicht weh, wenn man da in der Klinge, wenn man das hier oben festhält? Und was hast du jetzt vor? Ich will, dass die Einbrüche untersucht werden. Aber ich werde die Fleischerei nicht unbewacht lassen. Deshalb brauche ich einen tüchtigen Mann. Was ist mit dir? Es wäre eine Chance für dich, dem Orden Ehre zu erweisen. Außerdem bin ich ermächtigt, allen, die mir helfen, eine Belohnung zu geben. Oh, Belohnung. Wie hoch ist denn die Belohnung? Du bekommst 150 Goldstücke, wenn du die Einbrüche aufklärst. Ist eigentlich okay. So, ich muss mich ja jetzt wohl entscheiden. Ordenskrieger oder Banditen? Ich tendiere für die Ordenskrieger. Ich werde die Einbrüche untersuchen. Gut, dann pass auf. Das wird keine leichte Sache. Du wirst deinen Kopf benutzen müssen, um diese Aufgabe zu bewältigen. Oh, nee. Cid wusste immer, wo es was zu holen gab. Er hat sich vorher in den Häusern umgesehen? Nein. Das wäre viel zu auffällig gewesen. Ich glaube, er hat jemanden geschickt, der für ihn die Häuser ausspioniert hat. Wenn du ihn findest, haben wir einen Zeugen. Ah, ja. Finde den Spitzel des Einbrechers. In welche Häuser wurde eingebrochen? Bei Nelson, dem Kartenzeichner, Flavio, dem Fellhändler und Baxter, dem Buchhalter. Du solltest mit jedem der 3 sprechen. Ihre Aussagen sind wichtig. Nur mit ihrer Hilfe wirst du in dieser Angelegenheit weiterkommen. Okay, Flavio und Nelson, die kennen wir ja schon, da gehen wir gleich mal hin. Beziehungsweise, möchte ich bei den Ordenskriegern sein? Möchte ich bei den Ordenskriegern sein? Oder möchte ich bei den Banditos sein? Ich glaube, ich gehe eher zu den Ordenskriegern. Vulkanfestung etwas cooler als eine Möhre. Danke. Irgendein Spezialeffekt. Lebensenergie plus 5. So, GEZ, alle aufstehen. Hier ist ein unangemeldeter Fernseher. Was? Nelson. Hallo? Ist da jemand? Wegen des Einbruchs. Wegen des Einbruchs. Was wurde gestohlen? Ein wertvoller Ring. Den habe ich von Kommandant Carlos persönlich bekommen, weil ich ihm eine Karte der Insel angefertigt habe. Okay, und wer war da an dem Tag des Einbruchs? Wer war am Tag des Einbruchs bei dir? Eigentlich niemand. Doch warte mal. Natürlich. Mo aus der Schlachterei war hier. Er hat mir meine Lieferung Fleisch gebracht. Sonst noch wer? Der Tagelöhner Doyle hat mir einen Fisch verkauft. Und genau, Pavel, einer der Knechte von Flavio, hat mir ein paar Wolfsfelle verkauft. Okay, ich werde dir den Ring zurückbringen. Den Ring zurückbringen. Dafür würde ich mich sehr erkenntlich zeigen. Okay, Nelsons Ring, noch ein Quest. Mann. So viele Quests und das waren so viele Namen. Wer war jetzt alles dabei? Mo, Doyle, der und der, wo bei dem Flavio arbeitet. Oh, wie heißt da nochmal der Alte? Doyle, ist es? Nee, Moment mal, der Tagelöhner. Tagelöhner Doyle, Finn, Bart, nein, das ist er nicht, das ist auch nicht der, das ist der Josh. Finn, würdest du einen Fischstand kaufen? Würdest du einen Fischstand kaufen? Salty hat mich schon gefragt, vergiss es. Okay. Ich bin Bauer und habe keine Ahnung von Fischen.
Frag lieber im Hafen. Das kann man doch lernen, das ist doch kein Problem. Ich bräuchte ein Bett. Ein Bett wäre gar nicht so schlecht. Zu dem Flavio hochgehen. Warte. Was ist los? Ich habe ganz, ganz wichtige Fragen. Wegen des Einbruchs. Wer war da? Wer war am Tag des Einbruchs bei dir? Nur die üblichen nervigen Tagelöhner, die mir ihre Waren andrehen wollten. Dabei habe ich kaum noch Gold übrig. Wer war hier? Pavel war den ganzen Tag hier. Immerhin arbeitet er für mich. Und Vasili wollte mir Bier aus der Kneipe andrehen. Und dann war da noch Doyle. Er wollte Fisch verkaufen, aber ich habe ihn weggeschickt. Das waren alle. Ich bin gerade am Aufschreiben, wie oft die Leute da waren. Weil das ist irgendwie... So, warte mal. Okay, der Doyle war nämlich schon zweimal. Also der ist schon zweimal hier. Was wurde denn überhaupt gestohlen? Moment. Wegen des Einbruchs. Was wurde gestohlen? Was wurde gestohlen? Meine Felle. Wenn das nicht passiert wäre, hätte ich mein Geschäft abwickeln können. Verflucht. Ich hätte auf meinen Vater hören und zur See fahren sollen. Das hätte mir eine Menge Ärger erspart. Das ist interessant. Die Felle wurden geklaut, die wir jetzt suchen dürfen. Liegt hier ein Fell? Warte mal. Mach dir doch nichts aus, oder? Ich hab ja... Nee, halt, hier habe ich ja schon alles eingesammelt. Hier unten vielleicht ein Fell? Nee, da habe ich auch schon geguckt. Was ist los? Ach, das hörst du, wenn ich hier unten rumturne. Warte mal, was ist das denn? Okay, oh. Was willst du hier? Nichts. Ich gehe wieder. Tschüss. So. Laufe ich denn jetzt hin? Guten Tag. Wer ist das? Gills. Cole. Schatztruhe. Mhm. Würde da nicht jeden Tag der Cole drin sitzen, würde ich, glaube ich, da ein bisschen was einsammeln. So, da vorne war niemand. Hallo? Da sitzt nur deine unfreundliche Frau drin. Was war das? Costa. Nein. Costa wollen wir nicht. Er sitzt hier oben. Fuller und Doyle. Kann das nicht noch warten? Was machst du denn hier? Das Gleiche könnte ich dich auch fragen. Ich schlafe hier nur. Nur schlafen. Nichts weiter. Du bist sehr verdächtig. Warte. Bevor ich da jetzt irgendwelche Vermutungen anstelle, gehe ich am besten noch zu Baxter. Genau, Baxter war das. Baxter. Es hat was von Dexter. Kennt man auch noch aus Gothic 1, 2 und 3. Dexter. Oh. Das war Parkour. Parkourlaufen, Meisterleistung. Ah ja. Baxter. Moment. Dreimal dicke Rippe zu 25 und 18 Hinterschinken sind 265. Ja, was gibt's? Du rechnest? Ja, ich mache die Abrechnung und führe die Bücher der Fleischerei. Verstehe. Rechnen ist gar nicht so schwer. Du musst nur mit den kleinen Zahlen anfangen. Ich kann rechnen. Wirklich? Nein! Lust auf eine kleine Nein. Aufgabe? Oh Mann, jetzt mache ich mich peinlich. Okay. Gib's mir. Warte. Wie viel ist 14 mal 17? Das ist schwierig. Warte mal, Kopfrechnen. Oh, wie war das denn nochmal? Ich hatte immer einen Taschenrechner zur Hand. Was war jetzt nochmal 14 mal 17? Das ist jetzt echt peinlich. 238. Ja. Richtig. Sehr gut. Ein Mann sollte die Waffen des Geistes zu schätzen wissen. Ja, das bin ich vollkommen deiner Meinung. Wer hat den Taschenrechner hier hingelegt? Also bitte. So, ich muss gerade wieder schnell auf die Uhr. Wegen des Einbruchs. Wer war am Tag des Einbruchs im Haus? Dieser bekloppte Doyle wollte mir Fisch verkaufen. Er arbeitet wohl für den Fischhändler. Aber ich stehe nicht auf Fisch. Also habe ich ihn fortgejagt. Und der dicke Vasili hat Bier gebracht. Das habe ich bezahlt.
Dafür habe ich ihm ein paar Stücke Fleisch gegeben. Und Mo war natürlich ein paar Mal hier. Aber das ist nicht ungewöhnlich. Schließlich arbeitet er hier. Alles klar. Und was wurde gestohlen? Was wurde gestohlen? Was wohl? Das Gold natürlich. Das Gold, das die Leute bezahlen, damit sie Fleisch bekommen. Das Gold gehört dem Orden. Und jetzt ist es weg. Und wie viel war das? Alles. Und wie viel genau, weiß ich nicht. Ich wollte gerade die Abrechnung machen, als ich den Diebstahl bemerkt habe. Okay, ich komme wegen des Handels mit Flavio. Ich komme wegen des Handels mit Flavio. Aha, der Handel mit Flavio. Da fehlte mir noch die Ware. Das sind insgesamt 10 Felle. 5 Wolfs- und 5 Keilerfelle. Aber ich nehme nur die vollständige Lieferung, damit das klar ist. Ach so. Hast du ein Fell hier gesehen? Warte. Da. Leg dich schlafen. Wo ist denn nochmal Schleichen? Kann ich schleichen? Zwiebeln. Direkt neben den... Was ist das? Sind das... Das sind doch Schuhe, oder? Nee. Das sind Säcke. Okay. Hätte ja gepasst. Jetzt. Jetzt gehen wir zu Doyle. Beziehungsweise reden wir nochmal mit Rodriguez. Ich habe mit allen Beteiligten gesprochen. Und hast du schon einen Verdacht? Oh ja. Doyle. Der Fische verkauft. Der war in allen Häusern dabei. Doyle, der Fische verkauft. Tja, und? Hast du irgendetwas, das man als Beweis bezeichnen könnte? Nun, Nein, er war doch in allen Häusern. Dann solltest du dir den Typen mal vornehmen. Komm wieder, wenn du ein Geständnis oder einen Beweis hast. Okay, das heißt, wir müssen das aus ihm wohl herausprügeln. Aber ich unerfahrener. Junger Mann. Hätte das wohl nicht schaffen, aber ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Der war ja relativ ängstlich, der gute Herr. So, Doyle, da ist er. Kann das nicht noch warten? Du wurdest in einem Haus gesehen. Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. Ach was, ich verkaufe Fisch. Es ist mein Job, in die Häuser zu gehen. Na schön. Du bist der Einzige, der in allen Häusern gesehen wurde. Ein Zufall? Ich würde sagen, du bist schwer verdächtig. Todesstrafe. Das ist eine lächerliche Anschuldigung. Du kannst mir nichts beweisen. Ich kann dir mal kräftig aufs Maul hauen. Das könntest du bestimmt, aber das wäre ein großer Fehler. Darauf lasse ich es ankommen. Wieso überspringen wir nicht den Teil mit dem kräftig aufs Maul und den Teil mit dem Ja, ich habe es getan? Yeah. Und du hilfst mir, aus dieser Scheiße wieder rauszukommen? Sag es. Ich habe für Sid die Häuser ausspioniert. Na also, hat doch gar nicht wehgetan. Okay, Quest abgebrochen. Was hat Rodriguez vor? Die Frage ist doch... Nein. Wir schleimen uns ein bisschen bei den Ordenskriegern ein. Das heißt, wir gehen jetzt zu Rodriguez. Und werden mit, ihm... Werde ich mir die 150 Goldstücke einsammeln. Und dann werde ich alles im Casino verspielen. Da gibt's gar kein Casino. Ich habe den Spion gefunden. Und Sid hat ihn beauftragt, richtig? Ja, es war Doyle, einer der Tagelöhner. Er hat die Hosen voll und will nicht in die Vulkanfestung. Also, was soll mit ihm geschehen? Mit ihm als Zeugen wird es uns gelingen, Sid zu überführen. So lange soll er sich versteckt halten. Mach ihm klar, dass er sich auf unsere Seite stellen muss. Und dann nimm dir Sid vor. Sid loswerden. Okay, ich glaube, aber... Ups, fast da reingelaufen. Ich glaube, wir sehen uns dann erst wieder in der nächsten Folge. Dann werden wir Sid hier aus der Stadt rausschmeißen. Und Kati. Muss ich einen neuen Liebhaber suchen? Naja, okay. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.